Alright guys, wir sind wieder back und heute, meine lieben Freunde, zeige ich euch, wie ihr Solo Leveling Arise auf PC runterladen könnt. Auf Android, also auf Handy, hat es bei mir leider nicht funktioniert. Mal schauen, wie ich das noch fixen kann. Ich würde es gerne auch auf Mobile zocken. Aber gerade funktioniert es bei mir nur auf PC und ich zeige euch wie. Und bevor wir starten, würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lassen würdet. Das würde mich mega unterstützen. Also auf PC ist das Ganze extrem, extrem einfach. Ihr braucht dafür nur zwei Sachen und das ist einmal ein VPN. Das ist hier bei mir zum Beispiel Tunnelbier. Das habe ich in die Beschreibung gepackt, einfach runterladen. Dann sollt ihr euch sowas hier öffnen und dann könnt ihr einfach auf Kanada gehen oder hier einfach auf die Weltkarte. Ich gehe einfach hier so Kanada und dann auf On. Das ist sehr, sehr wichtig, bevor ihr den Launcher öffnet und es runterladet. Ihr könnt schon davor runterladen, aber öffnet den Launcher erst, wenn ihr mit Kanada verbunden seid. Dann geht ihr auf diese Seite hier. Das würde erstmal nur stehen, Autoinstallation für PC-Plan. Okay, ja, die... oder halt hier Voranmeldung. Ihr werdet erstmal den Launcher runterladen, wenn ihr hier draufklickt. Und dann sollte bei euch das hier öffnen. Ja gut, das Spiel ist bei mir gerade gestartet, aber bei euch sollte dann, wenn ihr mit dem Kanada VPN den Launcher geöffnet habt, sollte hier so Leveling sein. Hier könnt ihr einfach links sein. Normalerweise würdet ihr dann so starten. Also hier einfach auf dieser Website, dann könnt ihr einfach auf so Leveling hier links drauf gehen. Und dann könnt ihr es auch eigentlich runterladen. Ja, danach, wenn ihr das Spiel ja, gedownloadet habt auf dem Launcher und ihr in dem Ingame-Download seht, könnt ihr auch Kanada, also den VPN, ausmachen, damit der Download viel, viel schneller geht. Dann braucht ihr den VPN nicht mehr. Ihr braucht den VPN nur, damit ihr den Launcher sozusagen austrickst, dass ihr in Kanada seid. Und dann könnt ihr das Game auch schon runterladen. So hat es bei mir auf jeden Fall funktioniert. Wenn es bei euch nicht funktioniert, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bekomme irgendwie komischerweise Fehler, aber wie ihr seht, ich bin gerade in-game. Bei mir funktioniert es. Ja, falls ihr Probleme habt mit dem Download oder es funktioniert bei euch nicht, irgendwas, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche das zu fixen. Dann würde ich sagen, falls euch geholfen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss.